Wann sollst du Aufgaben als Geschäftsführer eigentlich abgeben? Die Frage stellen sich viele, und darüber wollen wir in diesem Video mal gemeinsam sprechen. Ja, herzlich willkommen erstmal jetzt im Video. Mein Name ist Alex und Marvin ist auch dabei. Hi, grüß dich. Und wir wollen uns heute mal dem Thema widmen: Wann gibt man eigentlich Aufgaben als Geschäftsführer ab? Beziehungsweise, ähm, wann nimmt man sich mehr Zeit für seine Geschäftsführeraufgaben? Ist vielleicht auch äh, geht in die gleiche Richtung. Ja. Okay? Genau, also vielleicht mal mein erster Gedanke dazu, wir haben gerade einen Partner, der ist noch ähm, relativ klein unterwegs, also zwei, drei Leute sind das und es geht eigentlich schon in der Größe los, weil du musst dir eigentlich immer Gedanken machen, was für Aufgaben machst du gerade und welcher Schaffenshöhe entsprechen, die sind das Aufgaben, die theoretisch jeder Praktikant machen könnte, wie... Bei einer Rechnung nachzutelefonieren, ob die jetzt überwiesen wurde oder keine Ahnung, einen Termin mit einem Kunden zu vereinbaren. Das kann theoretisch jeder machen, da muss man jetzt nichts für können. Oder sind das Aufgaben, wo man schon irgendwie fachlich mehr für können muss, ja, wie zum Beispiel eine Montage zu machen, vielleicht auch ein Angebot zu erstellen? Und diese Aufklärung der Aufgaben sollte man immer wieder machen und man sollte immer versuchen, dass man nur auf seinem möglichst höchsten Schaffenslevel arbeitet. Bedeutet, dass ich halt alle Aufgaben, die jetzt nicht meinen Geschäftsführertätigkeiten entsprechen, mittelfristig auch loswerde. Und dann fange ich mit den einfachsten Dingen halt erstmal an. Ja, ja, ich glaube, grundsätzlich ist ja so, jeder Handwerker oder jeder Handwerksbetrieb, der startet, der startet erstmal mit dir. Ja, du bist erstmal selbstständig, du bist erstmal selber mit auf Baustelle. Ja, du hast vielleicht noch einen Azubi oder einen Gesellen mit. Und, ähm, das ist aber dann sozusagen der Punkt, wo du dann auch entscheiden musst, okay, äh, bleibe ich jetzt als, ähm, Bleibe ich jetzt als äh, Geschäftsführer auch immer mit, sozusagen, äh, operativ mit auf der Baustelle, mit vor Ort, ja. Hm. Oder will ich auch irgendwann mal sozusagen einen größeren Betrieb aufbauen, wo ich, wo ich vielleicht zum Beispiel später einfach ähm, ja vom Büro aus sozusagen das Unternehmen weiterentwickle ja. und mich um das Unternehmenswachstum kümmere und eine richtige Firma daraus aufbaue? Oder möchte ich jetzt und beide Wege sind okay? meiner Meinung nach. Man muss sich nur selber mal diese Entscheider oder diese Frage stellen: Was möchte ich eigentlich? Und ähm, wenn es halt der Weg ist, dass du sagst: ey, Ich möchte ähm, eine Mannschaft aufbauen. Ich möchte ein Team haben mit ein paar Gesellen, mit Meistern vielleicht, mit äh, Azubis und ähm, die sollen dann aber äh, die Jobs auf der Baustelle erledigen und ich möchte sozusagen vom, vom Büro aus äh, irgendwann auch mal oder vielleicht auch von zu Hause aus oder mich ganz ähm, zurückziehen. Ähm, dann musst du eben irgendwann auch die äh, Entscheidung treffen und sagen, okay, äh, wann gehe ich diesen Schritt und wie leite ich den jetzt auch ein? Ne? Ja, würde ich sagen mal, da du jetzt das Video schaust, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass du schon vorhast, irgendwann ähm, Aufgaben abzugeben und irgendwann auch eine Art Unternehmen wirklich aufzubauen. Aber ich sage mal, selbst wenn du in der, in der Situation bist, dass du auch vielleicht nur ein 3-4-Mann-Betrieb werden möchtest, jetzt ne, vielleicht nicht riesig, macht ja trotzdem Sinn zu sagen, die Aufgaben, wo normalerweise ähm, du deine 80 Euro Stundenlohn halt nicht rechtfertigen kannst, äh, machst du einfach auch nicht, sondern macht jemand, der vielleicht einen geringeren Stundenlohn hat als du und Du machst halt nur Aufgaben, die genau in deinem, in deinen halt drin liegen, weil dann hast du automatisch mehr raus, als wenn du nur die Hälfte arbeitest, hast du dann teilweise mehr Ertrag halt raus. Ja. Und da, darum muss es halt irgendwo auch gehen. Ähm, wichtig ist halt immer, dass du eine Aufgabe nur dann tatsächlich abgeben kannst, wenn du sie strukturiert hast. Ne? Also mhm. du wirst nicht in der Lage sein, dass du sagst, hey, ich übergebe jetzt jemandem das Mahnwesen zum Beispiel. Nochmal Berechnungen nachher von dem, was die meisten Handwerker jetzt sagen, hat er nicht so viel machen müssen, weil die Leute da relativ gut zahlen. Aber nochmal als einfaches, ähm, einfaches Beispiel. Wenn er jetzt kein Skript an der Hand hat, wie er die Leute anrufen soll, dann kann du sich darauf verlassen, wird nicht das Ergebnis rauskommen, was du normalerweise raus hast. Und dann mhm nicht an Mitarbeiter, dann liegt es tatsächlich an der Schulung. Und das erleben wir halt auch sehr oft, dass Leute versuchen, was abzugeben, eine Aufgabe abgeben. Das läuft nicht so, wie es soll, weil einfach das Schulungsmaterial überhaupt nicht da ist. Ne? Und entsprechend dann, ja, das wieder auf sie zurückfällt, weil die sagen, ja, wenn man es richtig machen will, dann muss man es selber machen. Ja. Ja, das Problem sind ja häufig auch diese Aufgaben, wo du als Geschäftsführer denkst, ja, klar, ich würde die gern abgeben, aber es geht ja. ja nicht, weil es kann ja nur ich machen. Ja. Ne? Es kann ja nur ich machen. Die Angebote, da muss ich halt drüber gucken. Ähm, die Angebote schreiben, ähm, wenn ich von einer, wenn ich von einer Baustelle komme und die Sachen aufgeschrieben habe, ja, dann muss ich halt nochmal, wenn Feierabend ist, nochmal drüber gehen und aus den Schmierzetteln dann sozusagen die Angebote fertig ja. machen bis 21 Uhr. Das geht halt nicht anders. Ja. Ne? Und ähm, genau diese Punkte sind das, wo du dich mal, ähm, ja, wo du jetzt mal bei dir überlegen solltest, okay, was gibt es bei dir für Aufgaben, wo du sagst, okay, ja, die kann ja nur ich machen. Und dann mir wirklich ähm, ja, dir die aufschreiben und schauen, na ja. Wie könnte man die denn machen? Also wir ja. besprechen das halt regelmäßig bei uns äh, im ähm, ja in der Mastermind-Gruppe sozusagen. Da sind viele äh, Geschäftsführer von Handwerksbetrieben drin und da haben wir genau immer solche Situationen, ne, wo dann jemand sagt: Naja, ähm, ja. das sind so Sachen, die kann ich einfach nicht abgeben. Ne? Und äh, dann schauen wir uns das eben an und sagen: Okay, ähm, jetzt mal angenommen. Du würdest es, oder, oder was sind das für Entscheidungen, die du während diesem Prozess triffst? Ja. Ne? Und das muss man sich halt systematisch anschauen. Und dann geht es äh, ja in aller Regel trotzdem, diese Aufgaben abzugeben. Ne? Ist aber jetzt gar nicht so schwierig. Man muss sich halt wirklich nur fragen, warum würde der Mitarbeiter jetzt zum Beispiel anders entscheiden als ich? Welche Informationen fehlt dem, die ich vielleicht habe? Genau. Und ihm diese Verfügung stellen. Mehr ist es ja nicht. Ja, du hast ja als, als Unternehmer oder Geschäftsführer, hast du ja immer so ein Bauchgefühl bei manchen, ja. bei manchen Themen. Und das Ziel ist es einfach, dieses Bauchgefühl greifbar zu machen oder beziehungsweise dieses Bauchgefühl aus deinem Bauch rauszubekommen auf Papier, wo jemand vielleicht anhand von Punkten, die er durchgehen kann, von Gewichtungen vielleicht, ja, wenn das und das ist, dann wird es vielleicht teurer, hm. dann haben wir einen höheren Stundensatz, dann äh, wird das noch draufgeschlagen und so weiter. Das einfach mal greifbar zu machen, ähm, das hilft meistens einfach, um diese Aufgaben, wo du denkst, die kann ich niemals abgeben, um die wirklich auch abgeben zu können. Ne? Ja, genau. Ja, im Grunde, es gibt jetzt nicht die, die, die perfekte Lösung für jede Aufgabe, aber vom Grundsatz her kannst du dir das genauso merken. Ne? Dass du einfach guckst, wie kann ich das, was ich im normalen Alltag mache, was ich normal entscheide, greife machen für andere. Und um, damit kriegst du die Sachen noch abgegeben. Aber fang wirklich mit den Aufgaben an, die so auf der niedrigsten Schaffenshöhe sind, weil es auch die sind die am meisten oder am einfachsten zu systematisieren sind tatsächlich. Und dann arbeitest du langsam vor. Das zieht jetzt gar nicht die komplexeste Aufgabe, die du gerade machst, jetzt so, zu strukturieren, weil das kriegst du jetzt eh noch nicht hin. Ja. Da musst du erstmal ganz viele kleinere Aufgaben strukturiert haben, dass du dann eine Idee bekommst, was man da machen kann. Aber ich kann dir auch sagen, du kannst faktisch jede Aufgabe strukturieren. Es geht bei allen. Selbst Kunst kann man in irgendeiner Form systematisieren, wenn man das möchte. Und ja, es ist einfach nur eine Frage der Möglichkeiten, der Tools, könnte man noch sagen, die du zur Verfügung hast, die du kennst. Und ähm, ich denke, fangen erstmal mit den kleinen Sachen an. Ne, fangen erst mit den Sachen an, die einfach sind, dann wirst du dich ja automatisch vorarbeiten. Ja. Ja, wenn du Fragen dazu hast, wie du das Ganze machen kannst, schreib uns gerne unten in die Kommentare ja. auch mal rein. Bei welchen Aufgaben du dort aktuell hängst oder ja, vor welchem Punkt du da stehst, da können wir da auch in den Kommentaren noch mal gezielt drauf eingehen. Ansonsten, wenn du sagst, das Thema ist grundsätzlich eh für dich interessant, schau gerne mal auf unserer Webseite am-beratung.de vorbei. Dort findest du ja, zahlreiche Informationen auch Unternehmen, die bereits mit uns zusammengearbeitet haben, wo wir solche Themen schon angegangen sind. Ja. Da kannst du dich informieren und dich auch gerne bei uns melden. Ansonsten ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann wünschen wir dir noch eine gute Woche, je nachdem, wann du das Ganze schaust und dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.